liebe Besucherinnen und Besucher des heutigen Premierenfestes Die andere Heimat. Es ist ein wunderschönes Bild, Sie alle von hier oben zu sehen. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute Morgen zur Eröffnung des Premierenfestes nach Simmern gekommen sind. Und dieses Ereignis hier zu erleben, was es so häufig nicht in Simmern, nicht in Hunsrück und auch nicht in Deutschland gibt. Und deswegen gilt mein erster Gruß Ihnen allen gemeinsam hier auf diesem schönen Platz bei schönem Herbstwetter. Seien Sie alle herzlich willkommen. Ein besonderer Dank, beziehungsweise ein besonderer Film, eine emotionale Thematik, die Auseinandersetzung mit uns selbst, die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte, festgehalten in einem fast vierstündigen Film, dessen öffentliche Weltpremiere wir heute hier in Simmern begehen. Begrüßen Sie deshalb mit mir gemeinsam denjenigen, dem wir das alles zu verdanken haben. Begrüßen Sie herzlich den Regisseur und Ehrenbürger der Stadt Simmern, Herrn Edgar Reitz. Weiterhin begrüße ich, und das ist Ausdruck der besonderen Bedeutung des heutigen Tages, ich begrüße als Vertreterin der Landesregierung die Staatsministerin Ulrike Höfgen. Herzlich willkommen. Weiterhin begrüße ich den Sohn von Edgar Reitz, Kameramann und für den Film verantwortlichen Organisator Christian Reitz. Herzlich willkommen. Ich habe jetzt was falsch gesagt, gell? Ja. Natürlich Janusz Roll, der Kameramann dieses Filmes, und der ist auch unter uns und den darf ich natürlich auch ganz herzlich begrüßen. Vielen Dank, dass Sie mir bei meinem ersten Schnitzer jetzt so sympathisch aus der Tasche geholfen haben. Ja, das war wirklich richtig. Aber so sind wir hier in Wolfsburg. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind gut. Ja. Es sind auch Politiker anwesend, das ist ganz wichtig, denn die Politik hat auch sehr viel geholfen. Ich begrüße unseren Landrat Bertram Fleck. Herzlich willkommen. Ich begrüße den Verbandsbürgermeister, in dessen Verbandsgemeinde der Film gedreht wurde, Harald Rosenbaum, Verbandsbürgermeister Kirchberg. Den Abgeordneten des Landtages, Hans-Josef Brach. Für das Provinzkino, die einen unglaublich tollen Einsatz gezeigt haben, um diese große Organisation mit uns gemeinsam als Stadt Simmern auf die Beine zu stellen. Begrüße ich Wolfgang Schneemann. Und ein solches Ereignis ist nicht möglich ohne Sponsoren. Ein solches Ereignis ist nicht möglich, ohne dass Menschen uns helfen. Die Gesamtgestaltung des heutigen Tages, das kann ich offen sagen, kostet insgesamt mit der Technik in der Hunsrückhalle, mit der Verdunklung der Hunsrückhalle, kostet roundabout 45.000 Euro. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass es einen Hauptsponsor gab, der von Anfang an vorbehaltlos hinter diesem Projekt stand und der von Anfang an gesagt hat, wir unterstützen hier die Stadt Simmern bei der Ausrichtung des Premierenfestes, und das ist die Kreissparkasse Rhein-Hunsrück, und deswegen begrüße ich besonders herzlich Wolfgang Nass. Die Kreissparkasse ist mit großem Abstand Hauptsponsor und hat den Werbeslogan Gut für Rhein-Hunsrück hier wirklich wieder in die Tat umgesetzt. Weitere Sponsoren sind aber auch zu nennen, die haben auch namhafte Summen gesponsert, und zwar ist das Toto Lotto Rheinland-Pfalz, das Land Rheinland-Pfalz selbst, Frau Ministerin Höfgen, die Volksbank Hunsrück Nahe ebenfalls, die Kirner Brauerei, die auch wieder im Stand vertreten sein wird, der Globus Handelshof und die Bäckerei Jung.
Was erwartet uns heute? Neben den vier Filmvorführungen steht die Begegnung im Mittelpunkt. Die Begegnung der Gäste, der Besucher mit dem Filmteam, mit den Schauspielern, mit dem Hunsrück. Wir zusammen sind alle heute hier in Simmern ein wenig der Mittelpunkt des deutschen Kinos. Ich lade Sie ganz herzlich ein zu den Ereignissen, die heute stattfinden. Programmhefte werden Sie, wenn Sie an den Counter gehen, erhalten. Es ist 15 Uhr mit Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde mit der Stadt Igrejinja hier an diesem Platz. Um 17 Uhr eine Ausstellungseröffnung im Schloss. Nachher noch die Inbetriebnahme der Dampfmaschine. Sie sind alle, wenn Sie nicht gerade zu dem Zeitpunkt im Kino sind, herzlich zu diesen Ereignissen eingeladen. Es ist ein sehr intensiver, es ist ein sehr dichter Tag. Genießen Sie ihn. Genießen Sie die Weine der Winzer, Kaspari Kappel aus Enkisch von der Mosel, die Weine von Daniel Sklab, VDP-Winzer aus Oberwesel. Genießen Sie die Speisen vom Brückhof, vom Landgasthof von der Baum und vom Forstamt. Der Hunsrück und unsere Region zeigt heute, was in uns allen steckt. Ich hoffe, es ist für jeden etwas dabei. Mein ganz besonderer Dank gilt abschließend allen denjenigen, die zum Gelingen des heutigen Festes beigetragen haben. Und da ist zuvorderst zu nennen der Leiter des städtischen Bauhofes, Udo Breller, der bis zur Erschöpfung in den letzten Wochen gearbeitet hat. Dankeschön. Nach mir wird jetzt die Ministerin Höfgen für das Land Rheinland-Pfalz sprechen und dann spricht Edgar Reitz zu. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich wünsche uns allen hier heute einen unvergesslichen Tag in Simmern. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank an Stadtbürgermeister Dr. Nikolai aus Simmern, stellvertretend für all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier wirklich viel gemacht haben, um dieses Fest zustande kommen zu lassen. Ja, Herr Professor Dr. Edgar Reitz in Murbach, Hunsrück geboren, ist einer der bedeutendsten Filmregisseure und Filmlehrer Deutschlands. Und wir freuen uns sehr, ich freue mich sehr, dass ich diese Filmpremiere mit ihm erleben darf. Es haben sich viele Gäste eingefunden, Herr Landrat, Herr Tramfleck, Herr Bürgermeister Boos, Herr Regierungspräsident AD, Gerd Danko, dann aber auch die Hauptdarsteller, die allgemeine Mitwirkende aber auch sind aus der Heimatologie und dem Film Die andere Heimat jetzt, Jan Schneider und Marika Breuer. Viele Vertreterinnen, ja, dann ist vielleicht ein Klatschen angesagt, die wir alle kennen. Viele Vertreter und Vertreterinnen aus Kultur, aus Wirtschaft, Medien, Musiker und Musikerinnen. Schön, dass Sie da sind. Und natürlich zahlreiche Freunde, Kollegen, Weggefährte, alte Klassenkameraden, haben wir schon gehört, die Sie auch begleiten. Edgar Reitz hat dem Filmschaffen in Deutschland viele Impulse gegeben, eine ganz eigene Prägung und die deutsche Geschichte, das Leben zu filmischen Meisterwerken verdichtet. Und ich bin aus der Eifel, nun ist die Eifel sicher was ganz anderes als der Hunsrück, aber doch mit vielen Parallelen. Ich habe selber in den 80er Jahren Ihre Filme gesehen und mich unheimlich darüber gefreut, denn Sie haben den Begriff Heimat ein Stück entkrampft und befreit, sodass wir alle wieder leichter darüber reden können und uns identifizieren können, und das hat uns einfach auch geholfen. Wir haben jetzt die Eifel-Krimis. Ja, auch gut. So, aber es gibt jetzt eben den neuen Film, Die andere Heimat, über die Zeit der Auswanderungen aus dem Hunsrück nach Brasilien zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, auch eine Verknüpfung mit den bestehenden Heimatfilmen und Aufarbeitung der Geschichte. Und Sehnsucht ist ein Wort dabei. Ich kenne ihn ja noch nicht, aber bei mir auf dem Hof war zum Beispiel ein Jahr lang ein junger Mann aus Brasilien, aus genau dem Gebiet, wo eben die Menschen ausgewandert sind. Seine Familie stammte aus dem Hunsrück, und da wird einfach nochmal deutlich und ist sehr deutlich geworden, auch im Alltag mit diesem jungen Mann, diese ganze Sehnsucht, die sich gehalten hat und die verbunden ist mit dieser ganzen Geschichte. Und ich bin sicher, auch wenn wir diese Städtepartnerschaft unterschreiben, dass hier ganz viele Verbindungen noch bestehen und auch wieder sich neu entwickeln. Das Land Rheinland-Pfalz und die Kulturstiftung waren auch in diesem Fall Freunde und Förderer des Projekts. Es erwartet uns alle ein großartiges Festprogramm, ein großartiger Film.
Und natürlich ist ein Film nicht nur ein Kulturprodukt, sondern ganz wichtig auch für das, was man heute Standortprofilierung nennt, also ein sogenannter Standortfaktor, hier trägt dabei zur Erhöhung der Lebensqualität, aber natürlich auch zur Attraktivität einfach der Region. Und ich denke, da können wir alle froh sein, wenn wir solche Faktoren und Projekte hier haben. Also es geht nicht nur um die kulturellen Zielsetzungen und die Identitätsschaffung, sondern eben auch um das Wirtschaftsgutfilm. Das Wirtschaftsministerium war ja hier besonders involviert, denn natürlich ist beim Erstellen eines solchen Films auch viel an ökonomischen Aktivitäten vorhanden. Und wir sehen ja auch, es trägt Früchte, ein solcher Film. Die positiven Auswirkungen auf den Fremdenverkehr haben wir ja aus der vergangenen Filmreihe gesehen. Beispielsweise jetzt Oberwesel, das Günderoder Haus, das im Rahmen der Dreharbeiten von Heimat 3 im Jahr 2001 und 2002 als Drehkulisse diente. Das ist heute eine Filmgaststube, Einblickterrasse und Gäste aus aller Welt nutzen das sehr gerne. Und ist auch ein besonderer Treffpunkt für literarische und musikalische Erlebnisse. Und es werden auch noch minimal typische Produkte angeboten. All das bekommen wir hier heute auch. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche allen Anwesenden einen sehr schönen und eindrucksvollen Tag und bin sicher, dass der Film und alles, was dazugehört, ja, viel Spaß und Anregung geben wird. Danke.